Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kenshi. So, gestern wurde gefeiert. Ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist, weil ich nehme die Folge ja am Montag auf. Und ich kann euch jetzt noch keine Geschichte erzählen von meiner Geburtstagsparty. Wir müssen nach Büchern dieses Mal schauen. Ich hoffe mal, dass wir die jetzt hier finden, weil damit können wir forschen. Die Frage ist, wo gibt es zur Hölle Bücher? Jo, moin! Hast du vielleicht Bücher? Andere Frage, wie schauen in diesem Spiel Bücher aus? Das ist Grog, das ist getrocknetes Fleisch, das ist Wasser, das ist Rum, Bolzen lang. Karte vom Dorf von Bastard. Braut. Bolzen lang, blau, Haut benötigt, Forschungsstation Level 3. What the fuck? Lagerunterschlupf. Rechtsklick, um Technologie zu erlernen. Das hört sich interessant an. Nein, ich will das schon gekauft haben. Also dann muss ich das halt erst hier so. Aber hier gibt es aktuell nichts mehr, was wir bräuchten. Schau mal schnell Inventar und einen Klick. Lagerunterschlupf. Fällt es unter Gebäude oder unter Technologie? Oder Kempten? Flacher Unterschlupf. Ach, lol. Das ist ja mega nice. Aber das ist sowas von unnötig. Sowas brauchen wir doch gar nicht mehr. Wir haben ein Haus. Aber wäre früher natürlich mega gut gewesen. Kann man einen von denen da oben anreden? Nein, kann man nicht. Schade. Moin, hast du Bücher? Oh, du hast viele Bücher. Bücher. Das sollte fürs Erste reichen. Nö, ich übertreibe nicht. Ich nehme noch ein paar. Alter, ich kann die im Rucksack stacken. Oh. Aber warte mal. Stopp. Was ist jetzt los? Warum blinkst du? Was heißt es, wenn Ruka rot blinkt? Ich weiß es nicht. Es macht mich aber gerade dezente Sorgen. Zeig mir deine Waren. So. Wir holen uns auch von drüben schnell Essen und dann gehen wir schnell runter zu Ruka. Ich weiß nicht, was Ruka auf einmal hat. Blöd wäre, wenn sie jetzt gerade angegriffen wird. Weil dann bringt sie es auch viel, wenn ich mit den Waren nach unten laufe. Wir tun noch ein bisschen getrocknetes Fleisch schnell einkaufen. Das macht es ja mit Aufteilen easy. Ruka, was hast du? Warum blinkst du rot? Holy shit, was? Kann ich schnell zu Ruka? Oh. Arzt. Okay, sie tut sich schnell jetzt selber versorgen. Jetzt wissen wir, was passiert ist. Ist eventuell nichts das Schönste, was passiert ist, aber es funktioniert. Fliegen sollst du jetzt aber noch nicht. Bedeutet, wir müssen jetzt extrem aufpassen, wenn wir nach Hause gehen. Weil da schwirren irgendwo diese scheiß Spinnen rum und die kommen direkt auf uns zu. Das ist eine uncoole Sache. Aber gut zu wissen, dass die jetzt auf uns zukommen. Ruka tut mir natürlich jetzt gerade extrem leid, aber die tut sich gerade selber heilen. Was extrem gut ist, du läufst mal bitte hier oben rum. Wir sind halt jetzt mitten im Spinnengebiet. Oder auf jeden Fall in der Nähe von dem großen Spinnengebiet. Wir müssen uns dagegen absichern, so ein bisschen immer wieder. Was natürlich auch ziemlich kacke ist, aber so sollten die mich eindeutig nicht sehen. Dafür könnte mich das Banditenlager hier sehen. Wenn das ein Banditenlager natürlich ist. Könnten natürlich auch komplett freundliche Leute sein. Die haben sich hier ein richtiges schönes Lager aufgebaut. Aber die schauen halt so ein Banditenmäßig irgendwie aus. Aber können natürlich auch voll die Ausgestoßenen eigentlich sein. Also so richtig so voll friendly Leute. Jetzt gehen wir schnell zu Ruka.
Wer bewegt sich auf meinen Außenposten zu? Sheng Peng? Wer ist Sheng Peng? Das waren jetzt viele Infos. Achtung, Sheng Peng bewegt sich auf deinen Dings zu. Sheng Peng kann mal gern daheim bleiben. Das ist erstens auch kein Außenposten, das ist bloß eine Wohnung. Inventory, hier hast du deine Bücher. So. Perfekt. Dann Ruka. Ich habe kein... Oh Gott, Ruka hat keinen Verbandskasten mehr. Dann sollst du sie mal schnell heilen hier. Ist sie? Ja, jetzt ist sie geheilt. Okay. Dann gehst du mal schnell nochmal an die Maschinen hier ran. Forschung. Wie wäre es mit einem Windgenerator-Theorie und der Innenbeleuchtung und dem hier? Also wirklich alles einmal davor. Ah, ich habe jetzt bloß unter Elektrik geschaut, ne? Stoffherstellung, Eisenplatten. Verteidigung, notdürftige Mauer. Ich sollte mir davor durchlesen, warte mal. Aber sind diese Bücher jetzt weg? YOLO, ich habe schon bezahlt, als ob. Also ich hätte gerne eine Lagerkiste auf jeden Fall. Die kosten sogar nicht mal was. Doch, hier teilweise kosten jetzt was. Aber die Lagerkisten zum Beispiel kosten nichts. Aufgebesserter Steinabbau. Ich hätte halt gerne die notdürftige Mauer auf jeden Fall mal. Und dann können wir natürlich hier noch das Ganze erforschen. Also eine Lagerkiste wäre halt schon GG. Also richtig gut. So, und wer bewegt sich jetzt auf mein... Der schaut so nach einer Händlerkarawane irgendwie aus. Ach scheiße, das sieht ja richtig bescheuert aus da hinten, ey. Aber hey, vorneweg geht dieser alte Typ mit seinem Chinesenhut und seinem Teil und hinterher trotteln die ganzen Deppen. Wollt ihr euch nicht uns anschließen? Was ist das für ein geiler Helm? Mega geil. Das sind wahrscheinlich die, die auf, uns auf... Die sich auf uns zu angeblich bewegt haben. Ah, hier kann ich gucken, wie viel Strom ich habe. Ah! Ich habe da nie wirklich drauf geschaut. Und er forscht jetzt, oder wie? So schaut es auf jeden Fall aus. Weil eine Lagerkiste wäre halt genial, weil schon die bauen ab und dann tun sie es hier wieder rein und bauen wieder ab und legen es da wieder rein. Aber wenigstens sind wir schon mal gegen Tiere geschützt. Das ist ja schon mal, wie sagt man, etwas. Ruka pennt natürlich immer noch, weil der geht es natürlich richtig kacke. Sagen wir mal, wir spulen extrem vor. Und natürlich, er sollte in der Nacht auch pennen gehen. Aber so lange dürfte das Ganze ja nicht dauern, oder? Also nachdem dauert es noch weniger als eine Stunde, das dauert alles weniger als eine Stunde halt, ne? Und das ist halt hier eine notdürftige Mauer, das wäre schon mal so ein richtiger Fortschritt. Dann kommen wenigstens die Tiere nicht zu uns. Und wir können uns ein bisschen freier bewegen. Windgenerator-Theorie. Das interessiert mich doch mal. Was ist die Windgenerator? Ist der wahrscheinlich unter Strom? 5 Kupfer und 8 Eisenplatten und ist so ein riesiges Bumbeldings-Bums da. Ja, nice. Mega cool. Kann ich nichts mit anfangen. Jetzt soll ich sich spätestens um, keine Ahnung. Was? Wieso Eindringlinge? Jetzt habe ich mich gerade echt erschrocken.
dass unsere Hütte weg ist. Ihr seid nicht mehr willkommen, Eindringlinge. Komm schon, kämpfen und verdien dir das Privileg, dich auf dem Land der Krieger aufzuhalten. Ich will doch hier friedlich leben. Wo kommt ihr überhaupt schon wieder her? Ihr wartet aber nicht die liebenswürdige Karawane von nebenan. Seid ihr beide so bereit zum Rennen? Ich würde mal sagen, wir beide laufen jetzt. Ruka. Tschüss. Wir sind weg. Warum haben die Rücklasshosen? Zerstört sie. Lass mich raten, sie rennen jetzt da rein. Kann ich jetzt hinter die Tür zumachen rein? Ich will raus. Scheiß drauf. Eigentlich eine mega dumme Idee, aber... Und tschüss. Ich bin so ein Troll, ey. Mann, das hat sich doch jetzt wieder nichts gebracht. Wie soll ich denn jetzt wissen, dass ich da wieder rein kann? Das habe ich ja gerade so gut erforscht. Kann man nicht so einen kleinen Posten einfach wieder übernehmen oder so? Okay. Ich sollte mir echt Tutorials zu diesem Spiel anschauen. Wäre eventuell teilweise echt schlau. Also ich sag's mal soweit, ich glaube nicht, dass sie bis jetzt rausgekommen sind. Sie stehen in meiner Hütte drin und haben absolut keinen Plan auf ihr Leben. Dafür haben wir so gut wie alles verloren und jedes Geld ausgegeben wieder mal. Was so absolut kacke ist. Und ich habe absolut keinen Plan, was wir machen sollen. Also wir haben jetzt so einen geilen Rucksack. Mit dem können wir echt viel machen. Geht jetzt von der Tag- zur Nachtwache oder wie? Scheint so irgendwie. Die wechseln jetzt die Wachen aus, oder? Ich glaube, wir schlafen über Nacht mal hier und schauen uns dann am nächsten Tag einfach mal an, ob die noch bei uns sind oder nicht. Wäre, glaube ich, ein sehr interessanter Punkt. Leg du dich mal hin. Leg du dich mal hin. Und jetzt lassen wir mal die Nacht durch. Weil eigentlich sollte ja dann morgen der Angriff vorbei sein, oder? Was wollen die großartig klauen von uns? Es ist ja nichts da. Also so echt absolut nichts. Das sind halt wahrscheinlich echt gute Leute, die hier sind, ne? Wenn der irgendwie bald umfällt, außer er tut sich in den Boden reinschlagen mit seinem Bein. Die haben halt bessere Schwerter. Und ich habe absolut keinen Plan, was wir dagegen jetzt machen sollen, ne? Check Profik gegen deinen Außenposten ist vorbei. Na, da gehen sie wieder. Ich hoffe, dass das dann sozusagen alles war. Dann können wir ja morgen wieder zurück, wenn das wirklich alles war. Wäre natürlich mega cool. Aber Leute, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Wupp.